sehr schöne Stelle hier. Oben rechts hinter diesen Felsen, da könnte auch ein Bunker sein. Das war auf jeden Fall ein Treffer. Müsste eigentlich... Oh, die Blutspuren. Funktioniert doch. Ah, nicht schlecht. Haben sie was sehr Schönes hinzugefügt hier im Spiel. Wo ist er hin? Vor allem, da muss ich den ganzen Weg auch wieder zurückrennen und den Hirsch auch noch holen. Ich glaube, da werde ich aber erst einmal das Fleisch dann wegbringen. Einige Tiere, die ich noch einsammeln muss. Mann. Der Hase, das Reh und den will ich jetzt eigentlich auch nicht verlieren, den Wolf. Vier.
Ah, da ist es. Hier haben wir den Hirsch. Okay. So, und damit sinkt die Chance, Feuer zu machen auf 100% mit diesen Holzstreichhölzern und Zedernholz. Das ist doch ganz gut. Ja, und so sieht jetzt mein Lager hier wieder aus. Hier ist mein Rehbratenlager. Hier habe ich auch noch mal ganz viel Reh. Kleines bisschen Wolf. Hier ist der restliche Wolf und die gemischten Lebensmittel. Hier sind wieder die Zutaten fürs Craften, Werkbank. Hier sind die Werkzeuge drin. Das Nötigste habe ich ansonsten auch bei mir mit drin. Hier in den Rucksack haben wir Kleidung, ein bisschen Wasser, ja, und Zedernholz. Hier haben wir noch das Altholz fürs Fallen herstellen und der Erste-Hilfe-Kasten. Jo. So schaut es hier aus. Und ich denke, in der nächsten Folge werde ich dann zum Coastal Highway marschieren und dann da nochmal alles absuchen. Wir dann vielleicht auch nochmal irgendwann die letzte Freischaltung, Errungenschaft holen. Jo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.